Auch ihr könnt ein Projekt selber durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute sind wir hier in meinem Haus, wo ich einen Außenwasserhahn anbauen möchte. Den möchte ich auf einfache Art anbauen, weil später, sage ich mal, da noch ein bisschen was umgebaut wird. Und ja, ich benötige aber hier jetzt einen Außenwasserhahn, um den Garten im Sommer zu gießen. Und deswegen zeige ich jetzt euch mal, wie man auf einfache Art und Weise und auch relativ schnell mit wenig Mitteln so einen Außenwasserhahn sich anbauen kann. Ich werde hier diesen Außenwasserhahn hier in dem Bereich anbauen und ja, zeige euch das mal so im Detail, wie ich das jetzt hier mache. So, jetzt gucken wir es uns mal im Detail an. Also ich habe jetzt hier einen Wasserhahn, einen gebrauchten, muss ich dazu sagen. Der reicht mir jetzt mal am Anfang völlig aus. Dann habe ich hier so einen Wandanschluss. Da kann ich das dann mit Hanf dicht machen. Und dann werde ich hier in dem Bereich ein Loch bohren und setze den Wasserhahn hier an der Wand. Mit zwei Dübeln schraube ich den fest. Ich habe hier noch in meinem Vorrat so ein Kunststoffrohr. Das hat innen drin einen Aluminiummantel und das ist eigentlich sehr gut geeignet, um so ein Wasserrohr zu legen oder eine Wasserleitung zu legen. Ich habe noch was vergessen, genau. Ich habe dann auch hier so Anschlussstücke mir gekauft. Die werden auf das Rohr draufgesteckt und festgeschraubt und dann habe ich dann auf dieser Seite ein Zollgewinde, wo ich dann im Prinzip dann wieder hier auf meinen Winkel rangehen kann. Ich zeige das nachher alles mal in Nahaufnahme, dass ihr das mal genauer seht, wie das funktioniert. Zuerst bohre ich jetzt hier mal das Loch, damit ich das Rohr durch die Wand in den Keller reinschieben kann. Ich bohre das Loch leicht schräg nach oben, damit ich, wenn ich nachher innen den Wasserhahn außen abstelle, dass das Wasser voll rauslaufen kann aus dem Rohr, dass da nichts im Winter gefriert. Einen Schlag brauchen wir natürlich auch, sonst kommen wir da nicht weit. So, das Loch habe ich jetzt gebohrt. Jetzt stecke ich mal das Rohr hier durch. Da ist es wichtig, dass man beim Durchstecken immer vorne was drüber klebt, dass da jetzt keine Steine und Dreck reinkommen, weil das ist dann in der Wasserleitung drin und das ist natürlich ganz schlecht. Das kann das auch verstopfen unter Umständen. Deswegen klebe ich da was drüber. So, und dann kann ich mal anfangen und reinstecken. Oh, dass das passt. Okay, scheint mir sehr eng gebohrt zu sein, aber wir probieren es nochmal. Okay. Muss ich noch mal nachbohren. Scheiß Spiel, hey Erich. Boah, nicht gut.
Okay, ich bin durch. Gott sei Dank. So, jetzt habe ich das mal soweit drin. Ich habe innen drin eine kleine Reserve gelassen. Steht noch ein bisschen weiter rein und jetzt kann ich es dann mit der Eisensäge einfach mal absägen. Gut, jetzt wird jeder sagen, da gibt es natürlich tolle Schlauchschneider, aber als Heimwerker hat man natürlich nicht jedes Werkzeug. So, hier sind wir jetzt in meiner Werkstatt und jetzt baue ich hier einfach mal die Teile zusammen. Ich mache das mit Hanf. Das hat sich bewährt, also bis jetzt alles eigentlich, was ich mit Hanf gemacht habe, hat gut funktioniert. Da ist es wichtig, dass man den Hanf so drauf macht, wie dann nachher das Gewinde reingedreht wird. Das heißt, dass der Hanf, das Gewinde dreht man so rein, dass der Hanf sich dann schön um das wickelt. Wenn man jetzt andersrum gemacht hätte und man hätte es reingedreht, dann hätte es sein können, es wickelt sich raus. Also ich mache das immer so drauf, den Hanf, nicht zu viel. So, das reicht eigentlich schon. So. Dann gibt es da noch, wenn ich sie irgendwann finden würde, hier. Und gibt es da noch so eine Paste, die man da drauf machen kann oder machen sollte, die verhindern soll, dass der Hanf dann später auch austrocknet. So, und jetzt kann ich schon das hier reinschrauben. Das ist am besten, man geht hier in den Schraubstock. So, und jetzt kann ich das so reindrehen, wie ich das nachher möchte. Jetzt muss ich gerade überlegen, der Anschluss ist oben, okay. So, jetzt gucken, dass er schön sauber ausgerichtet ist. Man kann diese Verbindung hier auch mit Teflon machen, nur bei Teflon ist es eben der Nachteil, man kann nicht mehr zurückdrehen. Bei Hanf hat man immer die Möglichkeit, nochmal einen Tick zurückzudrehen. Das ist trotzdem dicht. So, jetzt habe ich die eine Seite hier schon fertig. Und jetzt muss ich noch das Anschlussstück ranmachen, wo dann später der Schlauch angedockt wird. Im Prinzip genau das Gleiche. So, und schon ist mein Wandanschluss fertig. Also so habe ich mir das vorgestellt, so werde ich das auch reinbauen. Ich denke, muss funktionieren. Ich möchte gern den Hahn hier so ranschrauben, damit nachher, wenn ich das Wasser abstelle, mal das Wasser schön sauber rauslaufen kann. Jetzt muss ich eben diesen Anschluss hier ein bisschen in der Wand versenken. Dazu Schutzbrille, ganz klar. Ah, Feuchtel und Meißel. Und dann klopfe ich da rum, einfach ein bisschen frei. So, ich denke, das reicht schon, damit ich das dann nachher so reinmachen kann.
Okay, perfekt. Jetzt kann ich den Anschluss herstellen. Das zeige ich jetzt auch mal. Dann machen wir mal den Anschluss. Das heißt, ich habe jetzt hier die Mutter, die mache ich runter. Dann kann ich das mit dem inneren Ring drüber stecken. So, innen drin vielleicht noch entgraten. Okay, Heimwerker improvisieren, habe jetzt leider kein Messer da. Deswegen versuche ich das jetzt so. So, dass es sauber entgratet ist. Und jetzt kann ich hier den Teil, ich hoffe, man erkennt es gut, direkt da drauf stecken. So, und jetzt kann ich schon hier die Überwurfmutter wieder drüber machen und hier anziehen. Ich nehme jetzt da wieder mein Allround-Werkzeug. So, das ist jetzt gut fest. Das heißt, jetzt kann ich schon das Rohr wieder da reinstecken. So, und so möchte ich den jetzt noch an der Wand befestigen. Da klopfe ich hier noch ein bisschen die Unebenheiten weg. So, das sieht schon gut aus. Jetzt bohre ich hier noch drei Löcher, verschraube das und dann habe ich außen schon meinen Wasserhahn. Jetzt sind wir hier in dem Kellerbereich, wo die Leitung von außen reinkommt. Ja, nicht verschrecken, das sieht hier alles ein bisschen improvisiert aus. Ich möchte hier in den nächsten Jahren den Keller mal komplett sanieren. Da kommt dann auch vermutlich eine neue Heizung hier rein. Und vor allem möchte ich später dann auch noch außen eine Zisterne bauen, wo ich dann die Außenwasserhahn und die Toiletten alle anschließe. Das heißt, das, was ich jetzt hier im inneren Bereich mache, ist alles ein bisschen improvisiert und auch provisorisch. Aber ich denke, man kann trotzdem mal sehen, wie man sowas macht. Und
Ja, es ist ganz hilfreich, einfach auch mal ein Professorium zu sehen, weil da gibt es so einen blöden Spruch, nichts hält länger wie ein Professorium. So, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das Rohr verlege und wie ich dann nachher den Anschluss mache. Ton, Test, Test. Okay. Das war ja klar. So, durch das, dass das Rohr sehr flexibel ist oder man biegen kann, forme ich das jetzt so ein bisschen hier in die Ecke rein. Jetzt bin ich soweit, den Anschluss herzustellen. Ich habe jetzt hier, diese Isolierung machen wir ganz weg, die können wir immer noch drauf machen. Ich drehe jetzt hier zuerst mal den Hahn zu. So, und jetzt kann ich mal das Wasser ablassen. Na, da mal. Jetzt. Okay, geht ein bisschen schwer. Okay, der Absperrhahn habe ich jetzt noch weiter zugemacht. Offensichtlich ist er nicht hundertprozentig dicht, aber mit den paar Tropfen können wir leben. Jetzt zeige ich euch nochmal das Einhanfen hier von dem Teil. Das ist bei der letzten Einstellung, wo ich den Außenwasserhahn gemacht habe, nicht so richtig durchgekommen. So, jetzt zeige ich das nochmal. Und zwar ist es so, den Hanf immer, man sieht es nicht, Kamera, so den Hanf immer in Drehrichtung des Gewindes machen. Das heißt, ich wickel jetzt den Hanf um das Gewinde rum. So. Immer schön um das Gewinde rumwickeln, nicht zu viel. So kann man es gut sehen. Jetzt habe ich da Hanf rumgewickelt. Jetzt kommt da nochmal diese Paste zum Einsatz, die Dichtpaste. Die mache ich jetzt noch zusätzlich drauf. So, das verteile ich schön außenrum gleichmäßig. So, und jetzt habe ich das schon so weit vorbereitet, dass ich es direkt dort unten reinschrauben kann. Ich schraube das jetzt rein. Nehme wieder meine geliebte Universalzange. Und drehe es einfach wieder rein. So, jetzt schauen wir mal. Also ich werde die Verbindung hier nochmal lösen, wenn ich später nochmal hier einen Abstellhahn reinbaue. Nur das habe ich jetzt gerade nicht, denn es pressiert auch jetzt nicht wirklich. Jetzt kann ich hier wieder diese Vorbereitung machen. Das heißt, ich schiebe das gleiche wie außen im Außenbereich. Ich schiebe das jetzt hier einfach wieder drauf.
Vorher habe ich es natürlich mit dem Messer entgratet sauber, dass es hier sauber ist. Und jetzt kann ich das einfach hier drauf stecken. Das kann ich auch machen, wenn da ein bisschen Wasser kommt. Das ist nicht wirklich schlimm. Nur so, dass es sauber drauf ist. Und jetzt ziehe ich hier wieder die Überwurfmutter fest. Ziehe das wieder an. Jetzt kann ich auch mal meinen Eimer. Okay, clever gemacht. Scheißendreck. Geht natürlich so nicht. Ich muss den Eimer vorher weg. So, dann jetzt da drauf. Ja. Sind immer diese kleinen Schikanen passieren. So, und jetzt kann ich meine Überwurfmutter hier gut anziehen. Gibt es einen Spruch, nach Fest kommt ab, also immer mit Gefühl anziehen und schon ist es fertig. Ich mache dann immer eins, ich tue hier das ganze Wasser abputzen sauber und dann schaue ich, ob da noch irgendwas tropfelt, aber ich denke, so sieht es gut aus. So, jetzt probieren wir einfach mal, ob da Wasser kommt. Okay, da ist noch ein bisschen Luft in der Leitung, aber einwandfrei. Okay, Wasser kommt. Perfekt. So, und jetzt gucken wir mal, ob hier die Verbindung auch trocken ist. Das lassen wir jetzt mal 2-3 Minuten so unter Druck und dann sehen wir, ob es hier sich Tropfenbildung macht. Und wenn nicht, dann kann ich das Loch zustopfen voll oder zumachen. Also es sieht gut aus, dass da jetzt kein Wasser rauskommt. Das heißt, jetzt mache ich das Loch zu. Dazu nehme ich jetzt einfach erstmal ein bisschen Klebeband, weil ich will um den Verschluss kein Beton haben. Und deswegen klebe ich das jetzt hier zu. Das ist jetzt ein bisschen Gefutzel, aber ist halt einfach so. So, das war's schon. Jetzt mache ich auch noch ein bisschen Klebeband, dass ich mit dem Beton das ganze Ding hier nicht versau. Den losen Staub rausblasen. Jetzt schön nass machen alles, dass sich der Beton gut verbindet mit dem Mauerwerk. Ich habe auf der Seite hier noch einen Dübel gesetzt, der ist im Freien, aber nachher mit dem Beton ist der schön einbetoniert und hat auch nachher den entsprechenden Halt. Es gibt jetzt ein bisschen eine Sauberei, aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wie es besser geht.
So, jetzt kann das trocknen. Und gut. Ich mache jetzt hier noch einen kurzen Schwenk, dass man mal noch sieht, wie ich das gemacht habe. Also ich habe hier noch eine Schleife gelegt, weil ich irgendwann mal das noch umbauen möchte, um Regenwasser für den Außenwasserhahn zu benutzen. Und deswegen ist es eigentlich nur provisorisch. Also nicht, dass da jetzt jemand einen Kommentar macht, wie schlampig das gemacht ist. Es geht einfach nur darum, dass ich zeigen will, wie einfach man im Außenbereich jetzt da auf die Schnelle auch einen Wasserhahn anbauen kann. Mit diesem Kunststoffschläuchen mit Aluminiummantel ist es sehr leicht zu arbeiten, mit den Adapterstücken, das funktioniert auch gut und das Hanfen ist normalerweise kein großes Problem. So, jetzt bin ich ja mit meinem kleinen Projekt schon fertig. Ich habe jetzt hier den Außenwasserhahn gesetzt, habe hier noch auf die Schnelle so ein kleines Podest gebaut für die Gießkanne zum schön draufstellen und ja, bin eigentlich schon soweit fertig. Ich habe jetzt einen Außenwasserhahn, zubetoniert habe ich das hier jetzt auch. Das kann man später noch ein bisschen grau streichen und dann sieht man da gar nichts mehr. Ihr habt jetzt gesehen, wie einfach und schnell das eigentlich geht, so einen Wasserhahn anzubauen. Materialeinsatz war bei mir ca. 12, 15 Euro. Wasserhahn war gebraucht, Rohre hatte ich schon im Keller bei mir liegen. Mit einfachen Mitteln hier schnell einen Wasserhahn angebaut. Wie gesagt, es ist innen drin alles noch provisorisch, weil ich irgendwann mal eine Zisterne anschließen möchte und dann diesen Außenwasserhahn hier mit Regen betreiben möchte. So, ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und ihr könnt gerne auch mal bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Da gibt es noch viele andere Filme im Bereich Heimwerken oder Do-It-Yourself.